In diesem Video berichte ich vom TRIX-Express-Treffen und Modellbahnbörse in der Mehrzweckhalle Bad Nauheim am 26. Februar 2023. Neben mehreren Verkaufsständen war links die Modulanlage der Interessensgemeinschaft TRIX Mitte mit einer schön gestalteten Modulanlage zu sehen. Das TRIX-Express-System ist um 1930 entstanden und dadurch charakterisiert, dass es einen durchgängigen Mittelleiter hat, der die Masse bildet. Der Bahnsturm wird dann vom rechten oder vom linken Gleis entsprechend zugeführt. 1997 wurde dann TRIX von Märklin übernommen und die Marke für die Gleichstrommodelle auch bis heute weitergeführt. Das Express-System allerdings wurde eingestellt. Dennoch gibt es viele Liebhaber, die nach wie vor mit Märklin TRIX Express ihre eigene Anlage bauen oder auch, wie hier zu sehen, die Module. Also in der Mitte ist die Masse und eins kann digital eine Seite fahren und eine Seite analog. Das ist der Vorteil von dem Express. Die Module sind detailreich gestaltet, wie in einigen Sequenzen hier zu sehen. Den Gasthof zum Adler habe ich selbst auf meiner Modulanlage und der ist wirklich sehr schön ausgestaltet. Aber das macht es doch immer schön, ne? Ja. Bayerisch. Bayerisch. Hier die Steuerung der Anlage mit wuchtigen Travos. An diesem Stand wurden die Anfänge von TRIX Express gezeigt mit den Gleisen aus Bakelit. Auch die alte Lok fährt immer noch. Für die TRIX Express Fans wurde in der Verkaufsbörse wirklich schöne Stücke angeboten. War das auch von TRIX Express? Nein. Was ist das? Ah ja. Bei dieser Ausstellungsanlage ging es mehr darum, lange Züge halt eben vorzusteuern. Mit echtem Förderband. Haben Sie das gebaut? Toll. Ist das von Faller oder von was war das gewesen? Vollmerk. Für die TRIX Modellbahnfreunde ist dieses Retro-System die nostalgische Gemeinsamkeit für ein individuelles Hobby mit Kultstatus. Mit diesen letzten Bildern verabschiede ich mich von euch und vergesst mir nicht, einen Daumen hoch zu verpassen. Kostet ja nichts. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Peter.